Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mal mit euch kurz besprechen, was eigentlich Linux ist, weil diese Frage wird höchstwahrscheinlich im Laufe der Zeit mir öfters gestellt und deswegen habe ich gedacht, tue ich schon mal ein bisschen vorarbeiten und bereite dieses Video mal in Ruhe vor. Um was ist Linux eben näher zu bringen, müssen wir erstmal eben besprechen, was überhaupt Betriebssysteme sind. Also ein Betriebssystem mit meinen eigenen Wörtern jetzt mal zusammengefasst, ist eine Sammlung an Programmen, die die Kommunikation mit der Hardware und mit den Ressourcen des Systems eine Schnittstelle zum Benutzer schaffen. Das heißt, also ein Benutzer, der mit dem Rechner arbeiten möchte, braucht das Betriebssystem, um eben damit zu kommunizieren oder es mit Programmen anzuwenden. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen richtig. Der Urvater des Betriebssystems ist Unix. Unix, der Urvater. So, hier sehen wir es. Und heute bekannte Betriebssysteme sind Windows, Linux-Distributionen und Mac OS X. Warum nicht nur Linux? Weil Linux selber, das erkläre ich noch. So, was ist Linux? Also wie kam es eigentlich zu Linux? Ja, früher war Unix praktisch auf den Unis in der USA oder weltweit als Betriebssystem auf den Rechnern und es war ein Betriebssystem, das stark kommerziell war. Es war auch sehr, sehr teuer, also konnten sich die Studenten damals dieses Betriebssystem privat natürlich nicht leisten. Und dann gab es hier einen Linus Torvald, der dann 1991 angefangen hat, praktisch Linux zu programmieren, also den Kernel. Ich werde jetzt Linux und Kernel hier in diesem Video öfters verbunden immer erwähnen, weil für mich ist Linux im Prinzip der Linux-Kernel. Aran hat 1991 Linus Torvald angefangen zu programmieren. Der hat dann irgendwann mal eine E-Mail an die Welt praktisch versandt und danach haben angefangen sehr viele Leute an diesem Betriebssystem zu arbeiten. Der Vorteil gegenüber Unix war bei Linux, dass es eben ein offener Quelltext. Also hier, erstens war es natürlich für jedermann, also der Gedanke war, dass es frei ist für jedermann und dass der Quelltext auch offen war für Leute, die daran Veränderungen machen möchten. Was befasst denn der Kernel so? Der Kernel ist im Prinzip so, der unterstützt dann die Prozessoren, die Hardware, die Energietechnologien und diverse andere Dinge. Also sag ich mal, das komplette Grundbaustein ist der Kernel, also Linux. Und alles, was drumherum ist, wie oben jetzt bei diesem Betriebssystem schon erklärt, also die Programme, das Aussehen, die Desktop, Erscheinung, das sind dann die verschiedenen Distributionen. Ich habe hier mal ein paar eben aufgezählt, wie Ubuntu, OpenSUSE sollte euch bekannt sein, Fedora vielleicht auch noch, Android, da bin ich mir schon sicher, weil in Deutschland gibt es ja, glaube ich, fast jedes zweite Telefon oder jedes zweite Smartphone hat ein Android-Betriebssystem, also ein Linux-Kernel. Und dann gibt es noch die Business, also Red Hat Enterprise Linux. Also es sind einfach Distributionen, die eigentlich auch kostenlos sind, aber einen kostenpflichtigen Support haben und das ist besonders für Firmen ein Vorteil. Linux ist eigentlich heutzutage bei vielen Servern installiert und das komplette Internet basiert eigentlich auf Linux. Auch Google ist im Prinzip eine Linux-Plattform, Amazon ist eigentlich mit Python programmiert, so viel ich weiß, also auch Open Source, auch Linux, alles offen. Also Linux verwenden wir auch im Alltag. Vielmal ist Linux auch schon in WLAN-Routern mit integriert. Auf einen NAS-Server ist meistens auch ein Linux-Plattform. Vielmal sind es auch Dinge, die wir gar nicht so wahrnehmen. Und im Prinzip ist da eigentlich immer dahinter irgendeine Linux-Distribution, die eigentlich verwendet wird. Warum wird die verwendet? Einfach um Kosten zu senken, weil eben immer noch dieser Kernel und meistens die Distribution dann nicht sehr viel kosten oder sogar nichts kosten.
Der freie Gedanke von Linux ist nicht nur, dass es kostenlos ist, also dadurch auch günstiger, wie jetzt zum Beispiel Windows oder Mac OS X, sondern eben einfach frei von dieser Kommerzierung von allem. Das ist einfach dieser Gedankengut, dass jeder das Recht hat, dieses Betriebssystem zu besitzen und auch anzuwenden. Ich finde diese Idee gut. Das war mit einer der Gründe, dass ich gesagt habe, ich möchte Linux lernen. Und heutzutage ist es wirklich nicht mehr schwer, denn Ubuntu, ich habe mich jetzt mal für Ubuntu entschieden, Ubuntu ist ein einsteigerfreundliches Betriebssystem. Also es ist kein professionelles Distribution, keine professionelle Distribution, aber eine einsteigerfreundliche Distribution. Und ja, die Lernphase war bei mir zum Beispiel wie von Windows XP auf Windows 7. Also nur wenige Stunden danach bin ich eigentlich mit Ubuntu gut zurechtgekommen. Zähle mich aber jetzt nicht zu den, ja, Linux-Profis, das bin ich noch nicht. Aber möchte natürlich hier mein Erlerntes mit euch teilen. Noch eine Sache am Ende möchte ich euch gerne noch mitgeben. Und zwar erlebe ich viel, dass bei YouTube oder bei verschiedenen Foren es immer wieder ja, zu Diskussionen führt, welches Betriebssystem das bessere ist. Oder Windows ist besser wie Mac oder Linux ist besser wie alles. Oder ja, auch unter Distributionen wird diskutiert. Der eine sagt eben, Fedora ist besser, OpenSUSE ist besser, Ubuntu ist besser. Ganz ehrlich, lasst euch auf solche Diskussionen nicht ein. Das bringt nichts. Ich benutze hier alle drei Betriebssysteme, also Windows, Mac OS, Linux-Distributionen, benutze ich auch schon. Ubuntu und OpenSUSE habe ich auf einer zweiten Platte. Ich habe gemerkt, also ich weiß, dass jedes Betriebssystem Vor- und Nachteile hat. Linux Ubuntu ist momentan meine Wahl. Ich besitze auch einen Mac-Rechner, auch einen Windows-Rechner. Das heißt nicht, dass die jetzt schlechter sind. Nur suche ich immer was Neues und eine neue Herausforderung. Und da habe ich in Linux momentan einen guten Begleiter gefunden. Linux gefällt mir immer besser. Mir gefällt das Gedankengut, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das heißt aber noch lange nicht, dass Ubuntu ein besseres Betriebssystem wie Windows oder Mac OS X ist. Und das muss es auch gar nicht sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht es bemerkbar mit einem Daumen hoch. Ein Abo wäre natürlich wunderschön. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video.